Und damit hallo und willkommen zurück zu Mass Effect. Und ja, ich bin wahnsinnig müde. Wobei wahnsinnig müde nicht, aber doch schon recht müde. Aber ich hatte Bock auf eine Runde Mass Effect. Und eventuell spiele ich nachher noch was anderes. Das weiß ich aber noch nicht, weil es recht spät schon wieder ist. Naja, so spät noch nicht. Aber spät für mich. Boah. Und am Ende kann es wieder passieren, dass ich hier zu viel aufnehme. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Ich mag diesen Ort nicht. Hier gibt es zu... Sie begeben sich jetzt zum Dach. Warnmeldung. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Ja, okay. Wir haben es ja jetzt gemerkt. Also, wir wissen es jetzt. Vielen Dank. So, ich würde behaupten, hier kommen wieder Monster. Ja. Ah, es ist laut. Ja, hat es hinüber. Karl ist auch hinüber. Manueller Neustart. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Ja, danke schön. So, na, das war ja ein bisschen knapp. Ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. So, leichte Dechiffrierung. Ups, da habe ich nie aufgepasst. So, ich dachte, ich habe das jetzt repariert. Feuereindämmung, was? Handleitung öffnen. Wow, so schnell kann man etwas reparieren. Weil wir haben ziemlich viel Medigel verloren dadurch. Hä? War das alles? War das... Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gelöscht. Ach, Schnauze. Verbindung wiederhergestellt. Daten werden geladen. Warnmeldung. Verbindung zum Sicherheitslabor konnte nicht hergestellt werden. Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Ja, da hatten wir ja aber eigentlich schon mal alles besprochen. Das ist alles, was ich jetzt will. Ach, verdammt. Commander. Ich melde Sie ab. Ich hab zwei Punkte, sehe ich gerade. Ich weiß, ich hatte letztens mir irgendwas überlegt, wie ich hier weitermachen will, aber ich habe keine Idee mehr, wie. Ich mache es einfach so. Ach so. Ich hatte ja zwei Punkte, ich Trottel. Ja, rechnen und so, ne? Aber. Tagebuch? Noveria. Achso, Würmeier, das ja. Ich hab letztens überlegt, was denn alles noch so kommt. Richtig viel steht ja nicht mehr drauf. Ich überlege gerade. Ferros müssten wir schon gehabt haben. Das war, müsste theoretisch der Planet davor gewesen sein. Keine Ahnung. Ich bin hier irgendwie komplett überfordert. Ich habe das Gefühl, es kommen noch so 5, 6, 7.000 Planeten. Aber irgendwie fallen mir nur zwei ein. Die noch auf jeden Fall kommen. Und das glaube ich irgendwie fast nicht. Aber wir werden sehen. So. Eins müssen. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Hä?
Manueller Neustart erforderlich. Ach so, die Landleitung. Nee, hä? Oh. Hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Ein bisschen laut. Da stand zwar einfach nur so dumm rum, aber ich fand das trotzdem gerade mich erschreckend und ich frage mich, wo der hergekommen ist. Denn hier reingefasst hat er nicht. Gucken wir doch einfach mal hier lang. Ach, die Tali hat gar keine Lebensgeneration. Das ist ja nicht so günstig. Hä? Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozedur abgeschaltet. Alter. Manueller Neustart erforderlich. Okay, ich kann. Ja, super. Super. Nein, nein! Mann. Gut, so kann man das halt auch kaputt machen. Wir sind mal wieder hier. Super. Warnmeldung. Echt super. So, Landleitung repariert. Ja, schön. Noch ein Queen. Also, das war das. Genau. Nesa treffen wir auch noch. Hey, haben wir doch aber gerade gemacht. Hatte ich nicht dazwischen auch mal noch gespeichert? Oh. Habe ich mir jetzt aber Zeit gelassen. So, gut, dann speichern. Verbindung wiederhergestellt. Oh. Das ist alles, was natürlich, Commander. Shepard, Alter. Ich melde Sie ab. Ach, da kann ich mal so hier tun. Oh, ich habe nur noch eins. Das ist nicht so günstig. Verbunden mit dem Außenbereich. Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Gemäß der Sicherheitsrichtlinie. Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Das ist alles, was ich jetzt... Natürlich, Commander. Okay, danke. Habe ich das jetzt gemacht? Achso, das würde ich nachgucken. Achso, das habe ich nachgeguckt. Und müssen jetzt mit Hilfe der Steuerung des zentralen Reaktors... Ach so, wir müssen in den... Ach. Warnmeldung. Hauptreaktor. Oh, die alte macht mich fertig. Prozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erfordert. Ich bin ja kein so ein Freund von, wenn ständig irgendwas wiederholt wird, außer ich. Nee, selbst wenn ich es nicht höre, also verstehe, mag ich das schon nicht. Aber was sagt ihr dazu, Mädels? Oh, die sind stumm. Oh, ihr könnt Shepard nicht leiden. Weil immer so viel quasselt. So, jetzt bin ich aber vorbereitet. Okay, hier ist niemand. Online. Verbunden mit dem Außenlabor. Wie kann ich Ihnen helfen? Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Gemäß der Sicherheitsrichtlinie. Was muss ich machen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung. Ich möchte wissen, tut was... Tut mir leid. Aber ich brauche spezifischere Eingaben. Na, hä? Ich muss erfahren, wie ich... Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Aha. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstand? Das ist alles, natürlich, was ich... Natürlich, Commander. Ich melde Sie an. Kann betreten vielleicht? Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Wie mache ich das denn? Das sind die Landleitungen, würde ich jetzt mal so sagen. Achso. Oh, da hat es aber schon wieder ganz schön eingesteckt. Ist jetzt die Frage, was das da ist. Das hier sieht ja aus wie die die Züge. Und das hier? Steht wieder nichts da, was das ist. Man weiß es nicht. So, na gut, dann gucken wir halt mal, ob das jetzt funktioniert. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozess. Der Reiz des Winters lässt schnell nach. Ja. Sie befinden sich jetzt im Hauptreaktor. Ach, jetzt schon? Warnmeldung.
Hauptreaktor wurde gemäß Notfall-Eindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Kann das mal jemand abstellen? Irgendwie ein Techniker oder so? Tali? Okay. Ich geh erstmal hier ran. Na, das nehme ich mit. Hier sind mal wieder geht. Achso, die sollen bestimmt uns daran hindern, dass wir zum Kern kommen. Hauptreaktor wurde abgeschaltet. Also, die Frau, die macht. Ja, was für ein Arsch. Ich hasse die Leute. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Finster. Die sind irgendwie ein bisschen selbstmörderisch veranlagt, alle. Allerdings können sie keine Türen öffnen. So, wo ist denn hier mal noch einer? Der mich hier irgendwie blockiert. Ach, da oben. Ja, toll. Ist er? Hä? War da eben einer? Ey, ey. Wo ist denn eigentlich Liara? Was macht denn die eigentlich so? Die HE3-Kraftstoffleitung ist durchtrennt. Mann, wenn ich jetzt wegen der nicht speichern kann. Ach nee, hier ist noch einer, deswegen. Da drüben. Der pirscht hier wohl so ein bisschen. Ja, kommst mit? Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall-Eindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Jetzt kann ich speichern, sehr gut. Das Ding ist natürlich immer, wenn man plus einen Speicherstand hat oder nur Schnellspeichern benutzt und man speichert und dann geht halt irgendwas kaputt, dann ja, hat man halt nur diesen einen Speicherstand. Und das hilft meistens, manchmal nicht viel. Okay, hier oben gibt es nur so ein Zeug. Ist sonst anscheinend nichts weiter. Ach doch, hier. Nee. Schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Ah, ich überlege gerade. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall-Eindämmungsprozeduren abgeschaltet. Kann das sein, Neustart erforderlich. Dass sie die Stimme von Robin hat aus How I Met Your Mother? Ich mag diesen Ort nicht. Hier gibt es zu viele dunkle Geheimnisse. Ah. Die soll mal irgendwas mit Kanada sagen. Dann. Ich würde behaupten, ja. Die Stimme. Ich weiß nicht genau. Aber es klingt ähnlich. So, ich hoffe, die KI hält jetzt endlich mal die Klappe. Oder VI. Sie haben die Reparaturen für Gipfel 15 beendet. War das schon alles? Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Ich meine, ich weiß nicht mehr, was wir letzte Folge gemacht haben, aber ich dachte, wir müssten mehr machen. Hallo? Ja, genau, laden wir halt hier. Warum geht denn... Ich meine, ich finde es ganz cool, dass die ab und zu mal miteinander reden, aber dass sie mit dem Shepard auch nicht mal so zwischendurch reden. Außer halt in den Zwischensequenzen und so. Aber ansonsten... Finde ich ein bisschen schade. Hätten sie mal machen können.
So. Ah ja. Wollen wir doch so, dass da noch einer ankam. Dann können wir ja jetzt eigentlich hier rein. Geht ja auch noch eine ganze Weile. Also selbst wenn dann... Sie betreten jetzt den Dekontaminations- und Transport-Hub. Warnmeldung. Oh. Freie Gefahrenstoffe in der Dekontaminationskammer. Sei still. Zugang zu den Passagierzügen nicht empfohlen. Danke, aber wir müssen da eh rein. Selbst wenn gar nicht mehr so viele Planeten kommen, die gehen ja dann auch immer so ewig. Sie sind eingeschlossen. Verdammt, Fähigkeit zu niedrig. Ich könnte die Türsicherung deaktivieren. Offenbar befinden sich die Züge zu den Außenstationen dahinter. Ja, dann mach mal. Schade. Online. Verbunden mit dem Außenlabor. Wie kann ich Ihnen helfen? Was bedeuten diese freien Gefahrenstoffe? In der Dekontaminationskammer befinden sich gefährliche biologische Wirkstoffe. Im Interesse der Crew-Sicherheit wurde die Bahnstation verriegelt. Vor dem Betreten müssen die abgesicherten Plasmadüsen aktiviert werden. Wie aktiviere ich das Absicherungssystem? Die Steuerung der Absicherungssysteme befindet sich am Sicherheitskontrollpunkt außerhalb der Dekontaminationskammer. Warnmeldung. Das Absicherungssystem steht zurzeit nicht zur Verfügung. Was ist nötig, damit die Dekontaminationsabsicherungen wieder funktionieren? Im Kontrollsystem gibt es einen Hardwarefehler, der vor Ort mit dem Standard-Universalwerkzeug repariert werden kann. Dekontaminationskammer freigeben. Warnmeldung. Es wurden Gefahrenstoffe in den Dekontaminationskammer... Warnmeldung ignorieren. Schleusentüren öffnen. Sehr wohl, Commander. Bereich wird freigegeben. Zutritt auf eigene... Das ist alles, was natürlich, ich jetzt... Natürlich, Commander. Ich melde ja, wir können es ja trotzdem nicht benutzen. Das ist halt... Die Kontrollgruppe im... Na toll. Wegen dem Sack konnten wir uns das jetzt nicht anhören. Wobei, was kann ich hier machen? Achso, ist eine Mülltonne. Ja, kramen wir halt ein bisschen im Müll. Verdienen ja als Commander nicht so viel. Tja, schade, ne? Naja, jetzt müssen wir halt selber wegmachen. Scheinbar. Joa. Schade, dass man hier nicht wie in einem MMO. Volles Leben und Mana hat sozusagen, wenn man Level aufsteigt. Aber das können wir mal noch schnell machen. Ach so. Ich hätte natürlich das jetzt auch noch voll machen können. Egal, machen wir nächstes Wochenende, wollte ich sagen. Im nächsten Level. So, gib mal alles her. Haben wir denn eine coole neue Pistole? Nö. Irgendwas. Nö. Nö. Na gut. Dann mache ich hier erstmal Schluss. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Universalwerkzeuge sind Handgeräte, die eine Kombination aus einem Mikrocomputer, einem Analysesensor und einem Allzweckwerkzeug darstellen. Mit den hochpraktischen und verlässlichen Universalwerkzeugen kann die Funktionalität der meisten Standardausrüstungen, unter anderem auch Waffen und Panzerungen, aus der Distanz analysiert und beeinflusst werden. Mit dem Fabrikationsmodul lassen sich zum Beispiel dreidimensionale Objekte aus gewöhnlichen Plastik, Keramik oder Leichtmetallresten anfertigen. So lassen sich mitten im Kampfgeschehen Reparaturen und Modifikationen fast aller Standardgegenstände vornehmen und aufgesammelte Ausrüstung neu verwenden. Universalwerkzeuge zählen bei Soldaten und Koloniepionieren zur Standardausrüstung.